Europa bleibt krank, solange es aus der Flüchtlingskrise keinen Ausweg gefunden hat. So zitiert der Spiegel Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Verantwortlich für das Elend an den EU-Außengrenzen ist seiner Meinung nach Österreichs Kanzler. Für mich heißt der Missetäter Sebastian Kurz. Er hat diese erbärmliche Situation als allererster zu verantworten, so Asselborn. Kurz fährt in der Flüchtlingspolitik seit Jahren einen harten Kurs. Asselborn kritisiert, dass Europa seinem Gerede auf den Leim gegangen sei. Man müsse nur die Grenzen schließen, damit sich das Flüchtlingsproblem erledige. Luxemburgs Außenminister sieht nun vor allem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in der Pflicht. Es ist an der Zeit, dass die Kommissionschefin alle Hebel in Bewegung setzt, um auch jene zwei Drittel der EU-Länder, die immer noch so tun, als gingen sie die Flüchtlinge an Europas Haustür nichts an, dazu zu bringen, sich solidarisch zu zeigen, so Asselborn. In Österreich streitet die schwarz-grüne Koalition aktuell über die Aufnahme von Migranten aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria. Anders als Deutschland ist Österreich bisher nicht bereit, Minderjährige aufzunehmen.